So stellte die Borussia beispielsweise einen Pokal von 1970 aus, verschiedene Gläser, wie beispielsweise das der deutschen Bundesliga 1964. Außerdem befand sich in der Ausstellung das Buch zum 100-jährigen Jubiläum des Ellenfeldes von 2005, alte Chroniken, ein Trikot von Mike Franz, der zurzeit bei dem 1. FC Nürnberg spielt, alte Fußballschuhe, ein Meisterring von 1962. Außerdem wurde die Medaille vom DFB-Pokalendspiel 1959 ausgestellt und es befand sich der internationale Jubiläumspokal von 55 in der Ausstellung. Außerdem veranstaltete die Borussia einen Fanartikelverkauf im Saalparkcenter und das Highlight der Aktion war natürlich die Ausstellung des VW-Käfers, des Borussenkäfers. Jetzt fangen wir mal ganz kurz an mit dem Blick für die Jüngeren, die hier am Stand sind, zurück. Was war die Borussia eigentlich früher? Und wir haben ja eine ganze Reihe von Legenden hier in unserer Nähe stehen, die so ein bisschen erzählen können, wie das bei der Borussia früher war und die den Jüngeren auch so ein bisschen erzählen können, wo die Borussia früher war und in welcher Klasse die Borussia früher gespielt hat. Also es ist uns ein Anliegen, ich sag mal, die Tradition mit der Gegenwart zu verbinden und von der Gegenwart den Blick in die Zukunft zu richten. Wir brauchen uns nur daran zu erinnern, dass früher deutsche Meisterschaften in einer Endrunde ausgespielt wurden. Da waren wir schon öfters mit dabei. Borussia Neunkirchen war der allererste Aufsteiger, der es sportlich geschafft hat. In dieser Aufstiegsrunde befand sich unter anderem Bayern München, Tasmania Berlin und St. Pauli. Wir hatten also in Tasmania Berlin einen richtigen Koffer gekriegt mit 5-1. Die hatten unser Spiel gegen St. Pauli zu Hause gewonnen und dann geht Bayern München zu Hause verloren. Die Mannschaft hat gesagt, wir schaffen das noch. Und so gewann wir in Bayern München 2-0. Ich war eigentlich so begeistert von der Initiative, von dem Engagement, nicht nur zu sagen, machen eine Unterschrift, sondern wie viel Blut, wie viel Herz, wie viel Leidenschaft und auch Begeisterung trotz der Problematik von hier. Ja, ich hoffe, dass wir es schaffen, für Ihre Stadt einen solchen Traditionsverein zu retten. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die Neunkircher auch ins Stadion kommen, um ihre Borussia zu unterstützen. Und die allererste Idee, die Sie schon sehen, ist dieser prächtige Käfer. Das ist der Wille und der Aufstand. Wir verändern was und wir hoffen, dass jeder anerkennt, was wir tun und nicht nur anerkennt, sondern uns auch unterstützt. Thank you.